Sie merken möglicherweise hier bei mir im Hintergrund, dass heute eine ganz besonders große Unruhe hier herrscht auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Und das hat natürlich mit der großen Aufmerksamkeit zu tun, die diese Fraktionssitzungen heute erfahren und in denen es natürlich in allererster Linie um diesen Bundeswehreinsatz geht, den Frank-Walter Steinmeier, der Bundesaußenminister, eben schon geschildert hat. Die Diskussionen werden lang sein, insbesondere bei der Opposition, denn da lehnt man diesen Einsatz rundweg ab, jedenfalls ganz klar und eindeutig in der Linksfraktion. Bei den Grünen sieht das ein klein wenig anders aus. Da wollte man sich noch mal intensiv beschäftigen mit der rechtlichen Grundlage, auf der dieser Bundeswehreinsatz eigentlich steht. Es gibt zwar eine UN-Resolution, es gibt zwar auch einen Bezug auf die Charta der Vereinten Nationen, es gibt zudem das Beistandsersuchen Frankreichs nach dem EU-Vertrag, aber all das sagen nicht nur die Grünen, sondern auch einige Völkerrechtler, passt nicht so recht zusammen an manchen Stellen. Und deswegen stellt sich etwa bei den Grünen die Frage, ob das Ganze dann doch überhaupt ein richtiges, ein ordentliches Mandat ist für das, was für die Bundeswehr hier vorgesehen ist. Das ist der eine Kritikpunkt. Und der andere geht dahin, dass man sagt, das Ganze ist überhaupt nicht mit einem ordentlichen Konzept unterlegt. Man weiß nicht, wohin es führen soll, was das Ziel sein soll dieses Einsatzes. Man hat beispielsweise noch gar keine Klarheit darüber, wer das Ganze führen soll, wer das Kommando haben wird, wer dann welche Einsätze überhaupt bestimmen wird. Und man sagt darüber hinaus, ist auch völlig schwierig die Situation, wenn man sich anschaut, dass die Bundeswehr Informationen beschafft über die Aufklärungstornados, die dann möglicherweise auch russischen Kampfkräften in diesem Gebiet zur Verfügung stehen. Und was die damit machen, ist ja auch gar nicht so richtig eindeutig vorherzusagen. Wir wollen Sie führen durch die Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden vor diesen heutigen Sitzungen und beginnen in chronologischer Reihenfolge. Die erste, die sich geäußert hat zu dem ganzen Komplex, ist die Vorsitzende der Grünen-Fraktion hier im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Inzwischen liegt uns das Mandat für den Syrien-Einsatz auch im Parlament vor. Ich halte es für eine Zumutung, dass die Bundesregierung dieses Mandat, den Text des Mandates, erneut zuerst an die Presse verteilt hat und dann erst dem Parlament zugänglich gemacht hat. Wenn man Parlamentsarmee ernst meint, dann ist das jedenfalls kein vernünftiges Verfahren. Wir werden in dieser Woche ein Schnellverfahren haben, um dieses Mandat zu beschließen. Für uns steht die Solidarität mit Frankreich völlig außer Frage. Solidarität heißt aber nicht, dass man kein ordentliches Verfahren macht, heißt nicht, dass man vorschnell entscheidet. Solidarität kann auch heißen, dass man dem Partner darauf aufmerksam macht, dass er möglicherweise jetzt einen Fehler macht. Für uns ist klar, ISIS muss man militärisch bekämpfen, kann man aber nur politisch besiegen. Deswegen würde es jetzt darauf ankommen, die Wiener Gespräche ernst zu nehmen, dort einerseits über eine politische Strategie zu reden und andererseits auch über militärische Teile dieser politischen Strategie. Was die Bundesregierung uns jetzt vorlegt, führt dazu, dass wir womöglich in einen Krieg hineinstolpern, der vorschnell ist, der planlos ist und der im Zweifelsfall sogar kontraproduktiv ist. Viele Fragen sind offen. Erstens, was ist die Rolle von Assad? Zweitens, was ist die Rolle von Putin? Drittens, was ist die Gesamtstrategie? Soll es einen Deal zulasten der Ukraine geben? All diese Fragen hat die Bundesregierung bisher nicht beantwortet. Und für uns sage ich sehr eindeutig, Assad, der ein Massenmörder ist, der sein eigenes Volk mit Fassbomben bewirft und mit Giftgas, gehört vor ein Kriegsverbrechertribunal und nicht an die Seite einer Anti-ISIS-Koalition. Für uns ist klar, es kann keinen Deal zulasten der Ukraine geben. Und es muss eine Gesamtstrategie geben und es muss eine Rechtsgrundlage geben. Nur unter solchen Umständen kann man eine anständige Beratung durchführen. Und so wie die Situation jetzt ist, kann ich mir eine Zustimmung zu einem solchen Mandat nicht vorstellen. Im schlimmsten Fall kontraproduktiv heißt zunächst einmal, dass eine solche Allianz, die Schläge aus der Luft macht, ohne parallel eine politische und militärische Gesamtstrategie zu verantworten, auch dazu führen kann, dass sich mehr Terroristen ISIS anschließen, dass mehr Menschen sich wegen der Schäden, die entstehen, wegen der fehlenden Perspektive nicht mehr darauf verlassen, dass tatsächlich die andere Seite, die Seite der europäischen Werte,
eine Vorhand haben kann. Und deswegen ganz klar, wenn jetzt ohne Gesamtstrategie Luftschläge verabredet werden und wenn sie so stattfinden, wie sie jetzt geplant sind, dann bedeutet das auch, dass es sein kann, dass das, was man eigentlich will, nämlich ISIS zurückdrängen, höchstens vorübergehend passiert und dass es eben wieder keine Lebensgrundlage in diesem Land gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, in einer befriedeten Region dort zu leben oder gegebenenfalls zurückzukehren. Und das meine ich mit im schlimmsten Fall kontraproduktiv. Es gibt ja die Wiener Gespräche und ganz klar ist, Assad kann kein Partner sein. Das wäre auch gegenüber all denen, die innerhalb Syriens die Opposition bilden und die schon seit Jahren versuchen, ein anderes Land zu gestalten, ein Schlag ins Gesicht. Und deswegen, die Wiener Gespräche sind der richtige Ort. Wir haben auch immer gesagt, es ist richtig, dass man mit dem Umfeld von Assad, dass man mit Teilen dieser Regierung dort darüber redet, welche Übergänge man gestalten kann, aber nicht im Sinne einer Beteiligung an dieser Anti-ISIS-Strategie. Wir wissen ja, dass die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, zum ganz großen Teil vor Assad fliehen, vor seinen Fassbomben fliehen, vor seinen Angriffen, vor seinem Giftgas, vor seiner Zerstörung fliehen. Und deswegen können wir hier nicht mit einem doppelten Gesicht arbeiten. Es fehlt ein Gesamtkonzept, es fehlt eine Strategie, sagt Katrin Göring-Eckardt für die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Man wird sich hier am Freitag, wenn die Schlussabstimmung sein soll, am Freitagvormittag deswegen überwiegend enthalten zu diesem Bundeswehreinsatz in Syrien. Das ist ein klein wenig anders bei der Fraktion der Linken, denn die wird geschlossen dagegen stimmen. Warum und wieso? Das erläuterte vor kurzem Dietmar Bartsch, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden. Mit dem Kabinettsbeschluss heute bis zu 1200 Soldaten in den Krieg gegen den IS zu schicken, wird Deutschland zur Kriegspartei. Nach unserer Auffassung verstößt die Bundesregierung mit dieser Entscheidung gegen ihren Amtseid. Sie hält nicht Schaden von der Bevölkerung fern, sondern beschwört ihn geradezu herauf. Die Sicherheit im Lande wird sich nach diesem aus unserer Sicht verhängnisvollen Beschluss mit Sicherheit nicht erhöhen. Ich will zunächst darauf aufmerksam machen, dass, wie unsere Einschätzung schon vor der konkreten Entscheidung war, dieser Beschluss auf rechtlich zumindest wackeligen Füßen steht. Er ist, wie auch einige Rechtsprofessoren jetzt schon zu Protokoll gegeben haben, hat keine eindeutige Rechtsgrundlage. Wir werden das genau analysieren und prüfen. Wir heißt in dem Fall Fachleute auf diesem Gebiet und dann eine Entscheidung treffen, inwieweit wir diesen Beschluss rechtlich überprüfen lassen. Eins ist auf jeden Fall klar, es gibt kein Mandat seitens der UNO für Kapitel 7 Einsätze und schon daraus leiten sich viele Fragen ab, aber das will ich als Nicht-Jurist hier jetzt nicht weiter ausführen. Festhalten will ich allerdings, dass aus politischer Sicht wir ganz klar und eindeutig gegen diese Entscheidung Position beziehen werden. Die Linke wird sich jetzt in der Fraktion verständigen. Ich gehe davon aus, dass wir geschlossen gegen dieses Mandat, wenn es in dieser Woche endabgestimmt wird, stimmen werden. Es bleibt jedoch dabei, dass unsere Solidarität mit Frankreich da ist. Überhaupt keine Frage. Es ist auch völlig eindeutig, dass das beschriebene Ziel, dass der IS weg muss, auch das wird von uns geteilt. Nur der Weg, den teilen wir ausdrücklich nicht. Wir sehen sogar die Gefahr, dass mit dieser Entscheidung partiell das Geschäft des IS bedient wird. Wenn man sich Entscheidungen dort anschaut, dass Videos ins Netz von zerstörten Krankenhäusern gestellt werden, ist das, was deren Ziel ist, den Krieg des Islam gegen den Westen herbeizuführen, kann mit derartigen Entscheidungen sogar befördert werden. Jedes zivile Opfer, jedes Krankenhaus, was bombardiert wird, ist zweifellos eine Katastrophe. Und mit jedem zivilen Opfer entsteht ein Potenzial für 10 neue Attentäter. Gleichzeitig bleiben viele der sehr notwendigen konkreten Schritte aus. Ich frage mich, wieso nicht schon seit langem die Finanzströme in dieses Gebiet unterbunden werden. Wieso nicht Bankkonten des IS überall aufgespürt und dann auch gesperrt werden. Es kann nicht sein, dass aus einigen Staaten, Saudi-Arabien, Katar, weiterhin dort Finanzmittel hinfließen. Es kann nicht sein, dass das Ölgeschäft weiterhin floriert. Es wurde jetzt einmal ein Tanklastzug bombardiert, aber nach dem, was man weiß, bis zu 2 Millionen Dollar täglich werden umgesetzt. Da muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden.
Dietmar Bartsch für die Fraktion der Linken hier im Deutschen Bundestag. Es gibt mir Gelegenheit, noch mal zu schauen auf den Terminplan für die nächsten Tage. Es war ja bis heute Mittag unklar, ob dieser Bundeswehreinsatz in Syrien und möglicherweise auch im Nordirak überhaupt in dieser Woche komplett behandelt werden soll. Nun haben wir das Ganze amtlich. Es geht los morgen Mittag um 12.30 Uhr mit der Befragung der Bundesregierung. Auch da wird es schon gehen, wie es so schön heißt, um die Geschäftsbereiche des Bundesaußenministers und der Bundesverteidigungsministerin, also um Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Und das Ganze geht dann einigermaßen fließend über in eine erste Debatte, in die erste Beratung des Bundeswehreinsatzes in Syrien. Ein Mandat, das der Bundestag ja erteilen muss, denn Sie wissen, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und jeglicher Einsatz, insbesondere die im Ausland, bedürfen der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Das wird dann ungefähr um 12.30 Uhr beginnen. Für die Debatte morgen sind dann 77 Minuten angesetzt. Dann wird das Ganze in die Ausschüsse gehen, in den zuständigen Ausschüssen noch einmal beraten werden. Und die zweite und dritte Beratung wird dann stattfinden am kommenden Freitag um 9 Uhr. Da sollte ursprünglich stattfinden eine Regierungserklärung von Bundesumweltministerin Hendricks zum Klimagipfel in Paris. Aber der wird dann ein wenig nach hinten verschoben und wird dann im Anschluss stattfinden an diese zweite und dritte Beratung zum Einsatz der Bundeswehr in Syrien. Wir werden Ihnen bei nächster Gelegenheit nachliefern die Stellungnahmen der beiden Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen, nämlich von Thomas Oppermann und Volker Kauder. Für den Moment sagen wir vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und geben zurück zu Mareike Bokan nach Bonn.